Hey und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von BioShock. Frag mich nicht, warum ich gerade so voll fett am Abgehen bin. So, in der letzten Folge haben wir uns ja hier in den Medical Pavilion auf dem Weg gemacht, um Dr. Steinman zu finden. Aber, naja, wir schauen mal. Was sagt denn unsere tolle Karte? Unsere Karte sagt, geh mal geradeaus und dann, geh mal geradeaus. Und dann die Treppe runter. Und dann geradeaus? Nee, doch nicht die Treppe runter. Alles klar. Hier sollten wir längs gehen eigentlich. Das erklärt natürlich vieles. So. Da? Nee. Veränderung ist Schönheit, nicht länger ein Geschenk oder ein Wunschtraum. Sie ist eine moralische Verpflichtung. Zwingen wir etwa die Gesunden, bei den Infizierten zu leben? Mischen wir Kriminelle mit Rechtschaffenen? Alter, bei so einem Bullshit, ne? Ganz ehrlich, da kann ich dir einfach nur voll fett in die Fresse schlagen. Meine Güte. Schönheit. Ja, nie ist klar. Ein künstliches Moral. Ja, nein, nein, ich krieg mich darüber nicht auf. Komm her! Ups! Ups. Muss deinen Weg in die Chirurgie finden. Ups. Damit zu Steinman. Umut. Gott mag keine Brücke, Berger. Dieses Pleister lässt es krachen wie an Silvester. Es ist nicht leicht, hier unten an Sprengstoff zu kommen. Aber wenn du ein Telekinese-Plasmid in die Finger kriegst, könntest du diese verdammten Brandbomben fangen und sie ihm wieder an den Kopf werfen. Oder sonst was wegspringen, das dir im Weg steht. Okay, also, mit anderen Worten. Wir brauchen jetzt erstmal ein anderes Plasmid. Und ja, kommen wir hier wieder zurück? Ah, shit, wir kommen tatsächlich wieder zurück. Ich habe keine Ahnung mehr, wo wir das finden. Ich glaube allerdings, da finden wir es nicht. Wir gucken mal auf die Karte. Was sagt die Karte? Die Karte sagt, yay, da ist ein Dings. Und, Verkaufsautomat, Genbank, Gatherer's Garden, also Gatherer's Garden. So, Genbank, haben wir hier irgendwo eine Genbank? Nein, haben wir nicht. Was ist das? Oh, meine Ziele, alles klar. Hier haben wir die Nachrichten und hier haben wir Hilfe. Nee. Wir gucken uns lieber auf der Karte weiter um. Ich glaube, das bringt uns letzten Endes mehr. So, da, Tippanzeigen. Also doch, tatsächlich durch die Tür, wo wir jetzt gerade vorstehen. Okay. Komm, mach die Tür auf. Mach die Tür auf. Ups, Entschuldigung. Entschuldigung, das tut mir leid, Kleiner. Brauchst du dich nicht beschweren. Hey, komm zurück. Hey, komm zurück. Hey, komm zurück, Kleiner. Dann los, komm. Trau dich. Oh ja, komm mal. Nein, komm zurück, komm zurück. Da schießt dir wer auf mich. Los, mach die Tür auf, Mann. Ups, okay. Dann schauen wir nochmal weiter da hinten. Hier muss doch irgendwo was sein, Mensch. Das gibt's doch wohl nicht. So. Und irgendwo schießt hier wer. Das finde ich gerade überhaupt nicht cool. So, nee, nicht so ganz, was hier passiert. Passiert da irgendwas? Nee. Erstes Rätsel. Was? Kostenlose Plasmide bei. Dandy. Egal. Lass mal. Konnten wir uns hier nicht irgendwie... Ach nee, warte mal. Das... Aha, jetzt weiß ich wieder, was das ist. Das sind gar keine Heal-Pots sozusagen. Ich habe gelogen. Hier. Sollte es passieren, dass sich hier einer der feinzigen Bewohner von Rapture tötet, wirst du in den letzten Wiederkammer, die du passiert hast, wiederbelebt. Ein Teil deiner Gesundheit wird dabei wiederhergestellt und du hältst immer... erhältst immer auch zumindest eine kleine Menge Eve. Beta-Chambers funktionieren automatisch. Sie müssen nicht aktiviert oder benutzt werden. Ja, das finde ich sehr gut. Ich denke mal, die werden wir doch ein-, zweimal, wie soll ich sagen, mindestens missbrauchen. Und, haben wir hier eigentlich schon reingeguckt? Ja, oder auch nicht. Hier muss doch irgendwo ein Schalter oder so ein Scheißdreck sein, oder nicht? Das klingt hier irgendwie gerade fürchterlich nach einem dicken, fetten Big Daddy. So. Und du willst mich da echt nicht durchlassen? Warte mal. Ach so. Dap, 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 dap
Atlas glaubt, dass du die Blockade mit Telekinese zerstören kannst. Einige Werbeplakate an der Wand lassen darauf schließen, dass du das Plasmid an einem Ort namens Dandy Dental findest. Telekinese findest du in Dental Services, das durchaus versperrt ist. Finde das Incinerate Plasmid im Krematorium von Eternal Flame, um die Blockade zu schmelzen. Ja, gut, Mensch. Da war doch was. Ich hatte ihn jetzt so leider nicht mehr ganz so im Kopf. Wow! Böps! Alter! Die lautet die größte Lüge der Welt. Was ist das Brutalste und ob's. Was sind das hier für Fragen? Deine Mutter ist das Schlimmste, was der Menschheit angetan wurde. Jetzt halt die Fresse! So. Wollen wir doch mal schauen. Hier muss doch irgendwo ein Plasmid sein, oder nicht? Sicherheitskameras. Ich kann diese Teufelsdinger überall um mich herum hören. Sie sind Ryans Augen und Ohren. Bups! Kaputt! Hallo! Hallo, meine Leiche, ich liebe dich. Du bist das beste Tier für mich. Die anderen finde ich alle doof. Deswegen mache ich dir den Hof. Und jetzt leg dich doch einfach hin und mach dich schon mal untenrum frei. Denn ich komm gleich ganz tief rein bei dir. Ja, gut. Und jetzt machst du erstmal eine Schönheitskur. Adios, Bitch. Hey. Cool. Körpertunika gesammelt. Neues Tunikum. Hackers Delight. Mit Hackers Delight wandelt ihr Körper den veränderten Strom einer gehackten Maschine in ein leistungsstarkes Heilmittel um. Hacken und heilen. Was gibt es Geileres? Du hast dein erstes Körpertunikum erhalten. Bäm! Körpertunika machen dich stärker und mächtiger. Sie werden gesondert von Plasmiden und anderen Tunikum-Typen installiert. Ja, toll. Ich freue mich. So. Mit anderen Worten, jedes Mal, wenn wir jetzt hacken, tja. Kann ich hier vielleicht was mitnehmen? Vielleicht in mein Herz oder so, oder Lungen oder so. Ich bräuchte eigentlich auch noch mal eine Ersatzleber. Na, wobei eigentlich eine Leber könnte man sich ja züchten. Wissenschaftler haben nebenbei herausgefunden, das ist jetzt ohne Scheiß, dass die Leber, ich glaube, das einzige Organ war. Welches? Krebs! Halt die Fresse, Mann! Welches das einzige Organ war, welches man. Zwar was sich innerhalb. Also, was sich. Ach, vergesst es. Ich habe ein neues Plasmid entdeckt. Ist jetzt viel geiler. So, abfackeln. Wenn etwas in Rauch aufgehen soll, dann heißt es nicht zögern, sondern zünden. Also. Zweifler schicken jemanden her, der unsere Arbeit sabotieren soll. 1000 Ädern für denjenigen oder die. Alter, voll das Chaos hier, ey. Alle Wege in Rapture führen zu Ryan. Das Sicherheitssystem, die Splicer, die Big Daddies, die Little Sisters. Okay. Erreichert die Luft hier mit Duftstoffen an. Die werden Pheromone genannt. Dadurch tanzen sie alle nach seiner Pfeife. Nee, echt jetzt? So, dann machen wir das Feuer hier wieder aus. Oder auch nicht, dann gehen wir halt da eben durch, dann ist das eben so. So, gibt's ja noch irgendwas Tolles, was Cooles? Oh, was Spannendes? Vielleicht noch was zum Spielen vielleicht? MG-Patronen, kann ich hier irgendwo aufmachen? Nee, kann ich hier noch, beps, da voll gegenhauen. Kann ich, aber das interessiert den irgendwie so überhaupt rein gar nicht. So, den Schrank lassen wir aus, da ist eh nichts drin wahrscheinlich. So. Was haben wir hier noch so? Nettes im Krematorium? Ah, eigentlich nichts. Ich glaube, dann können wir uns wieder auf den Weg zurück machen. Zur Haupthalle. Und mal schauen, ob wir da nicht vielleicht irgendwo dann so langsam mal zu unserem Telekinese-Plasmid kommen. Ach, von hier aus kommen wir. Ach so. Ach so, ach so, ach so. Alles klar. So. So, war das jetzt hier? Ich glaube, ja, oder? So, nein. Ich weiß gerade nicht, ob ich hier jetzt gerade wirklich richtig bin. Ich behaupte es jetzt auf jeden Fall mal. Hör doch mal auf zu jammern. Kann ich dir helfen? Das nehme ich jetzt einfach mal als nein. Ich konnte dir leider nicht helfen. Es tut mir wirklich leid. Aber, naja. Kuchen mit Cremefällung. Ja. Der Kuchen hat mir einen Gesundheitsschub verliehen. Mensch, so ein alter, gammliger Kuchen.
Und die Cremefüllung, ich glaube, das war eigentlich ursprünglich gar keine Cremefüllung. Das war jetzt nur sehr gut gezüchteter Pilz. Bremst! Alter! Geht's dir zu gut oder was? Bin ja gerade dabei, deine Freundin zu durchsuchen, hä? Nur weil ich meine Finger mal ein bisschen weiter abschweifen lasse, heißt es noch lange nicht, dass du mir voll in die Fresse springen darfst. Meine Güte, ey. Oh, geht's hier weiter? Hallo, ich will da durch. Na, eben nicht. Registrierkasse. Ach, Mann. Geht's da weiter? Tatsache. Das kann er doch nicht machen! Okay. Neues Tunikum. Security Expert. Security Expert ist die neueste Ergänzung der HackSmart Produktpalette und wurde entwickelt für Hacker, die sich auf die Deaktivierung elektronischer Sicherheitsmaßnahmen spezialisiert haben. Tja, Mensch, dann verringert die Geschwindigkeit gerade beim Hacken von Geschützen, Bots und Kameras. Mensch. Coole Sache. Na dann. Have fun. Und wir sehen uns. So, warum ging hier eben das Licht aus? Kann man das mal auch irgendeiner verraten? So, bist du irgendwas, was man... irgendwie siehst du so schon so ein kleines bisschen aus wie ein Fisch. Na, egal. Ich meine, du riechst zwar wie einer, egal. Nein, 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 nein. Wow! Wow, 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 wow. Bams! Voll von hinten! In der Luft getroffen! Hätte jetzt echt nicht gedacht, dass ich das schaffe. So. Patzerbrechende Pistolenkugeln. Hä? Rips, mich kriegt hier keiner. Ich bin in meinem Schrank. Ich bin in meinem Schrank. Hier bin ich sicher. Und keiner kann mich finden. Babs! Das ist der neue Schranksong. Ja? Morgen zu finden auf iTunes, Amazon und natürlich auch bei Spotify. Aber hey, ganz ehrlich. Wenn euch das Lied gefallen hat, dann natürlich bitte einmal ganz kurz kaufen. Ist auch nur 30 Sekunden lang das Lied, also. Und, ja, wie soll ich sagen? Sogar kostet auch nur 1,99. Ist ja ein Schnäppchen, ne? So, jetzt waren wir aber eigentlich auf dem Weg. Wo waren wir eigentlich auf dem Weg jetzt denn? Wir waren auf dem Weg nach Osten, Westen. Ich hab... keine Ahnung, wo wir längs müssen. Warte mal, ging hier eigentlich eine Tür? Nein. Okay, dann ist die Tür von der anderen Seite. Sag mal. Okay, gut. Wenn ich auf die Steuerungstaste drücke, dann ist da so ein... dann geht der auf einmal nur noch. Das ist ja lame. So, eine Eve-Spritze, die ich natürlich mal wieder nicht verwenden kann. Warte, müssen wir hier nochmal ein bisschen durch die Gegend fackeln. Und... Bums, aufgenommen. So. Der Mülleimer ist selbstverständlich auch wieder leer. Ha, wie hätte es auch anders sein sollen. So, Medical Pavilion. Ich glaube, hier bin ich richtig. Bams! Wow! Alter, schieß doch nicht auf mich. Bist du bescheuert oder was? Sag mal, schießt hier tatsächlich noch irgendwo auf mich oder ist das einfach nur noch, weiß ich auch nicht. Guck mal, was ich da gefunden habe. Ein Cremetörtchen. Es ist aber voll doof, dass das mit der Steuerung dann so umschalten so ist von hier auf dort. Ich glaube, ich bin ja so grundsätzlich richtig. Glaube ich. Ja, nee. Hier bin ich vielleicht doch ein bisschen falsch. Ja, klar, wahrscheinlich... war Atlas nur zur falschen Zeit am falschen Ort und deswegen wurde ihm ein Bücher Scheiß angehängt, wie es doch immer der Fall ist. Ah! Ha, daneben, Idiot. Gut, aber wisst ihr was? Oh Mann, ey. Wir könnten uns eigentlich mal... seht ihr, hier war das. Nee, hier war das doch nicht.
Ich habe das jetzt echt verpennt. Da ist es ja. Ha, Mensch. Mann, bin ich gut. Aber wisst ihr was? Was hinter diesem riesigen, fetten Eisblock ist, das und noch vieles mehr, so hoffe ich, sehen wir in der nächsten Folge. Falls dir das Video gefallen hat, Daumen hoch, abonnieren, kommentieren und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.